zusammen und willkommen zu einem neuen Video-Tagebuch von mir. Heute noch im Morgenmantel. Ich ziehe mich jetzt gerade an und dann geht es los. Ich bin schon fertig gemacht, was das Make-up angeht. Und ja, werde mich jetzt gleich anziehen. Mein Mann kommt jetzt auch gleich von der Arbeit. Und nein, ich habe nicht den ganzen Tag im Morgenmantel rumgelungert, sondern ich habe heute noch ganz viele andere Sachen erledigt. Und ja, werde mich jetzt aber soweit fertig machen, weil ich vorher viel Hausputz gemacht habe und so weiter. Und da wollte ich mich jetzt hier nicht so jetzt mit Make-up und so. Ne? Also ich habe heute viele E-Mails und andere Sachen schon erledigt. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache hier voll den Schluri und hänge den ganzen Tag im Morgenmantel auf der Couch rum. Denn wir fahren jetzt zusammen zu Teppich Keyback und suchen uns da einen Teppich aus für unser neues Schlafzimmer. Wir wollen ja einen kompletten Teppichboden verlegen und wir haben euch ja in unserem letzten Video zu unserem Abriss des Schlafzimmers mitgenommen mit der Kamera und machen das hier jetzt auch. Also heute im Video geht es tatsächlich eigentlich primär um das Aussuchen des Teppichs. Wir werden mal ein bisschen durchstöbern, vielleicht entdecken wir noch die ein oder anderen Lampen fürs Schlafzimmer. Da sind wir auch immer noch auf der Suche. Ja, und schauen auf jeden Fall nach Teppichboden, Fußleisten und was wir da sonst so finden. Und genau, jetzt, wie gesagt, ziehe ich mich an, warte auf meinen Mann, dann fahren wir los und nehmen euch wie immer eine Runde mit durch unseren Tag, durch unseren aktuellen Heimwerkeralltag. Und ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefällt. Also kommt einfach mal eine Runde mit. Freunde, wir sind jetzt beim Keyback angekommen. Da ist das Schätzchen und filmt mich parallel für Instagram. Geil, oder? Gott, sind wir fame. Wir sind so fame. Das kann keiner aushalten. Ja. Wir gucken jetzt erstmal hier drin, was wir so finden. Und ich verändere jetzt auch mal das Licht. Komm, wir sind orange. Ist auch schön. Das kann man mal so lassen. Wir haben uns jetzt hier für dieses Modell entschieden, Satin, und für den Farbton hier unten. Das ist dieses helle Beige, fanden wir sehr, sehr schön. Wer Interesse hat, das hier ist die Farbbezeichnung. Und ich habe mich sofort in diesen weichen, flauschigen Teppich verliebt. Der ist wirklich so, so weich und eben auch ein bisschen höher. Ne? Das ist ja das, was wir wollen, dass der wirklich hoch komplett auslegt. Ne? Also wie gesagt, Teppichboden, das ist jetzt komplett der Bodenbelag fürs Schlafzimmer. Aber hier gibt es ja eine riesige Auswahl. Ich meine, ihr seht das ja, ne? Das ist wirklich der Hammer, wie viele Teppichböden hier zur Verfügung stehen. Und das hier muss ich euch auch gleich nochmal zeigen. Das ist ein tolles Konzept. Nachhaltig, finde ich mega. Hat uns der nette Berater hier gerade darauf hingewiesen. Finde ich super. Aber ihr seht, hier bleiben keine Wünsche offen. Ach, und ich zeige euch noch die Fußleisten, die wir uns ausgesucht haben. Und zwar wollten wir Sockelleisten, also Fußleisten, Sockelleisten, die auch in diesem amerikanischen Stil sind, in einem weißen Holz. Man nennt sie Hamburgerleisten. Und die haben wir auch schon fast überall bei uns im Haus verbaut. Wir haben uns jetzt für die in 7 cm Höhe entschieden, weil der Raum ja jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, passt das, glaube ich, ganz gut. Die finde ich richtig schön. Also, ja, ihr kriegt hier alles. Alles, was ihr wollt. So, und hier bin ich ja jetzt noch gar nicht durchgelaufen. Das ist ja fatal, ne? Hier kriegt man ja auch so schöne Decken und Kissen und Vorhänge und Bettbezüge, Bettwäsche. Oh Gott, der Untergang. Ein Traum. Aber was noch fataler für mich ist, ist oben die Dekoabteilung. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Auf unserer Baustelle. Es sieht noch sehr wüst aus, aber hoffentlich nicht mehr lange. Und mein fleißiger Mann ist gerade dabei, noch die restlichen Rigipsplatten hier reinzuräumen. Was heißt die restlichen? Er hat jetzt schon eine große Menge hier reingeräumt. Aber er ist noch fleißig dabei. Oh Gott. Ja, also es ist auch, glaube ich, relativ schwer, wenn man dann mal so 33 Platten tragen muss. Das ist schon eine Challenge. Challenge! Aber wir sind super happy und gerade jetzt in dem Moment, wenn ich hier stehe und weiß, wie das mal aussehen kann und dann mit einem neuen Teppich hier drin, dann freue ich mich umso mehr und ich kann das jetzt schon kaum erwarten,
bis der Teppich hier drin liegt. Und ich habe das ja alles schon vor meinem geistigen Auge. Ich habe das schon visualisiert, wie das aussehen kann, wenn das hier drin liegt. Und wenn dann auch die Wände... Wenn dann die Wände auch hier gemacht sind mit diesen Rigipsplatten und alles dann schön aussieht, alles gestrichen ist, und dann kann ich mir das richtig gut vorstellen mit dem neuen Teppich und den Leisten und allem drumherum. Also da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Vor allen Dingen freue ich mich auch sehr drauf, wieder hier in dem Zimmer schlafen zu können. Denn wenn man das über Jahre hinweg gewohnt war, in diesem Raum zu schlafen und musste jetzt ausquartiert werden, zwangsläufig, ja, das ist schon so ein bisschen komisch. Ja. Also der Plan für heute ist einfach nur noch die Rigipsplatten. Schatz, die Rigipsplatten hier reinräumen. Ich werde jetzt noch meinen Hausfrauenpflichten nachkommen und noch die Spülmaschine aus- und einräumen und dann noch eine Maschine Wäsche machen bzw. eine Trocknerladung rausholen, mir einen Zopf machen, damit ich nicht so... Ich sehe in meinen Videos immer so verwirrt aus, ne? Ich sehe irgendwie nicht so durchgestylt aus wie viele andere. Da liegen die Haare immer so perfekt. Wie macht ihr das, Mädels? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr das macht, dass die Haare immer so on fleek sind. Bei mir funktioniert das nicht. Naja, das Licht ist hier auch echt bescheiden am Abend. Ich höre jetzt auf, es bringt ja nichts, mir fällt der Arm gleich ab. Und lieber Arm ab als Arm dran. So sieht's doch mal aus. Ja, ich stehe jetzt auch hier dezent im Weg. Heute mal ein kleines Update von unserer Gummizelle, wie ich so gerne sage. Also das ist aktuell hier Stand der Dinge. Mein Mann, der hat jetzt ganz fleißig mit meinem Bruder zusammen hier die Decke verkleidet mit Rigips, ne? Bis da hinten hin. Und ja, so sieht das aktuell aus. Wir sind sehr gut vorangekommen. Also fast der ganze Raum hier, das war der Fußboden, hier knarzt alles. Fast der ganze Raum hier ist jetzt schon komplett verkleidet. Und dann wird der nächste Schritt sein, dass wir diese Stöße hier, ne, also die Schrauben, die Stöße, dass das alles verputzt und verspachtelt wird. Und dann sieht das auch wieder viel, viel ruhiger aus. Ne? Jetzt ist das natürlich alles noch so ein bisschen unruhig. Und das hier ist die Wand, wo dann später mal das Bett hinkommen wird mit den Nachttischen. Und ja, ansonsten wird ja hier gar nicht viel drin sein in dem Raum. Ne? Noch ein Sideboard, eine Kommode und der Fernseher. Und ansonsten ist es eigentlich jetzt hier erstmal Stand der Dinge. Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist ein neuer Tag und als ich das Video jetzt angefangen habe zu schneiden, ist mir aufgefallen, dass ich super viele Sequenzen, die ich euch eigentlich noch zeigen wollte, gar nicht mitgefilmt habe, sondern ich habe das teilweise für Instagram mitgefilmt. Also es ist einfach, ich bin noch nicht wieder drin im Video drehen. Ich habe das noch nicht so ganz wieder drin. Verzeiht es mir bitte, also ich wollte ja bei Teppich Keyback da noch ein bisschen was mitfilmen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache dieses Video dann lieber noch ein bisschen länger und zeige euch dann den fertig angelieferten Teppich bei uns zu Hause. Der wird dann aber noch in der Rolle komplett mit Fußleisten und Kleber und so weiter zwischengelagert, solange bis der Raum dann fertig ist. Ich kann euch aber jetzt schon mal ein kurzes Update zu dem Raum geben. Denn die letzte Sequenz, die ihr gesehen habt, war ja die, dass Mario die Rigipsplatten reingeräumt hat und da den ganzen Abend noch hier die Platten irgendwie verstaut hat. Und dann war mein Bruder noch da und Mario und mein Bruder, die haben dann echt am Wochenende die komplette Decke noch verkleidet. Und ja, ich nehme jetzt mal meine Tasse Tee mit und zeige euch das jetzt einfach mal. Zurück in der Gummizelle, wie ich ja liebevoll sage. Ihr seht, hier oben an der Decke ist jetzt schon alles verkleidet mit Rigips. Wir haben jetzt hier gerade eine tolle Baustellenlampe dran. Deswegen ist das Licht hier aktuell echt nicht so toll. Ja, und hier hinter mir seht ihr die Wand. Da steht jede Menge Müll und Gedöns rum. Also hier ist unsere Chaos-Baustelle aktuell. Wobei ich sagen muss, ich habe das immer ganz gut im Griff, entschuldigt bitte, und räume auch die Baustelle immer wieder auf. Also ich versuche das Werkzeug und alles Mögliche schon so ein bisschen zur Seite zu räumen, dass nicht das komplette Chaos ausbricht. Und hier im Hintergrund soll ja dann mal irgendwie unser Bett stehen mit den Nachttischen. Und man kann sich das jetzt noch gar nicht so gut vorstellen, weil ja hier alles noch sehr unruhig wirkt. Ne? Also ich finde, ich zeige euch das mal so, ich finde dadurch, dass diese Rigipsplatten überall die Schrauben drin haben, ne? Die haben ja hier diese Stöße, da wirkt das einfach noch sehr, sehr unruhig, das ist ganz klar. Ne? Das sieht jetzt wirklich aus wie so eine Gummizelle.
Schaut mal, ihr Lieben, unser Teppichboden wurde geliefert. Der liegt jetzt hier gerade noch bei uns im Gästezimmer. Und ich kann euch hier mal nur einen kleinen Einblick nochmal zeigen. Ich habe ihn mal geöffnet, um euch das einfach nochmal ja, so ein bisschen näher zu zeigen. Ihr habt es ja im Geschäft schon gesehen, aber wir freuen uns jetzt schon sehr. Und es ist echt schade, dass er noch so lange dann hier liegen bleibt, ne? Weil er ja dann erst verlegt werden kann, wenn alles dann drüben fertig ist. Und mitgeliefert wurden dann auch hier die weißen Sockelleisten. Die sind ja komplett eingepackt. Der Kleber. Und wir haben uns dazu entschieden, die Fußleisten mit diesen schwarzen Clips an der Wand festzumachen. Das heißt, wir müssen die nicht schrauben oder kleben. Also die Leisten werden nicht angeschraubt oder geklebt, sondern das wird hier mit so schwarzen Clips befestigt. Nebendran hämmert der Mario. Da zeige ich euch auch gleich ein Update zur Baustelle. Ja, der wird jetzt erstmal gelagert, bis wir dann drüben fertig sind. Und hier kann ich euch mal zeigen, sind unsere ganzen DVD- und Büchergeschichten. Ne? Hier ist so eine große Wand im Gästezimmer mit DVDs und Bücherregalen. Und da haben wir das jetzt einfach mal zwischengelagert. Den rolle ich jetzt mal wieder hier dran. Und dann kann das hier erstmal liegen bleiben. Aber ich freue mich schon wahnsinnig, wenn es dann drüben verlegt wird. So sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Mario hat jetzt im Prinzip auf die alte Wand, also die bleibt ja bestehen, die Wand. Da hat er jetzt hier diese normalen, Mario, was sind das? So Holzlatten, wie nennt man Dachlatten? Ja, also solche Latten hat er hier drauf gemacht. Und deswegen haben wir uns jetzt auch, also es wäre Quatsch gewesen, die Tapete vorher abzumachen. Ne? Das ist ja totaler Nonsens, weil wir da ja sowieso auch dann Rigips drauf machen. Und der Sinn dahinter ist einfach nur, wir haben jetzt hier wie viel? 5 cm? Ne, 3 cm. 3 cm Platz gewonnen sozusagen. Also hier vorne auf das Holz, auf die Holzlattung kommen dann die Rigipsplatten. Das heißt, hier hat der Mario aus einer USB-Platte eine Vorrichtung gebaut, um dann später auf die Rigipsplatte dort die Fernsehhalterung, also die TV-Halterung, ne, zu fixieren, dass das einfach fest sitzt. Und hier unten hatte er mit Klebeband mal unser Sideboard, unsere Kommode abgeklebt, dass wir ungefähr auch so ein Höhenverhältnis haben. Wo hängt dann der Fernseher? Wo ist die Kommode? Wie hoch ist die Kommode? Ist das von der Höhe her vom Bett auch gut, ne? Und genau, und der Plan ist eigentlich an dieser Fernsehwand, dass wir das Kabel vom Fernseher und Co. nicht sehen. Das heißt, dass es hinter der Rigipswand verschwindet. Und dazu haben wir uns hier als Tipp bei Amazon, haben wir uns diese, ja Mario, wie nennt man die? So, das sind so Steckdosen. Ja, wenn man Kabeldurchlass angeht, findet man die eigentlich ganz gut. Also wenn ihr Kabeldurchlass eingebt, findet ihr sowas. Hier sind so kleine Pinselhaare, ne? Dass da auch jetzt kein Staub dahinter kommt. Und im Prinzip fixieren wir dann dieses Teil in so eine Rigipsplatte. Und das heißt, das Fernsehkabel kommt dann da raus. Genau. Und das ist eigentlich so der Plan, ne? Dass man hier später die Kommode stehen hat, die Anrichte stehen hat. Und der Fernseher hängt dann da und dann kann man, also sieht man kein Kabel. Dann sieht das aus, als würde der Fernseher praktisch an der Wand schweben.